erkläre heute, wie der Flower Power Poncho gestrickt wird. Das ist etwas, was sich sehr, sehr schnell stricken lässt, weil die Wolle sehr dick ist und es ist auch sehr, sehr einfach. Als erstes macht man am besten mit der Wolle, die man hat, eine Maschenprobe. Ich versuche es immer wieder ohne Maschenprobe und das endet darin, dass ich dann oft ein ganzes Stück aufziehen muss und das ist dann sehr ärgerlich. Wenn die Maschenprobe passt, dann wird die richtige Anzahl von Maschen angeschlagen. In der Anleitung, die es auf dieser Seite, auf der Seite strickenlernen.info gibt, wird genau erklärt, in 10 verschiedenen Größen, wie viele Maschen benötigt werden. Und dann in der ersten Reihe wird ein Teil glatt rechts gestrickt und dann kommt ein Teil in Perlmuster. Perlmuster ist sehr einfach, wenn man rechte und linke Maschen stricken kann. In der ersten Reihe strickt man abwechselnd eine Masche rechts und eine Masche links, so wie ich es jetzt gerade mache. Und dann, wenn man die zweite Reihe erreicht, Strickzeug also wenden. Und jetzt schaut man sich die Maschen an. Oder man merkt sich, mit welcher Masche man geendet hat. Aber auf jeden Fall die erste Masche einfach abheben. Und dann sehe ich hier eine linke Masche. Das sehe ich daran, dass direkt unter der Masche ein Knoten ist. Das ist eine rechte Masche. Das sieht nämlich aus wie die richtige Seite von einem Strickstück, diese Maschen. Also diese linke Masche, die als erstes kommt, die stricke ich rechts. Die nächste Masche, die rechte Masche, wird links gestrickt. Perlmuster ist einfach eins rechts, eins links und dann in der nächsten Reihe das Gegenteil stricken, also die rechten Maschen links stricken und die linke Maschen rechts stricken. Auf diese Weise entsteht in dem Strickstück ein Rand. Das sieht dann so aus. Das sind die Perlen, die linke Maschen, die man sieht. Das ist die Borte für die eine Seite und an diesem Rand wird jetzt diese Borte weitergeführt. Und hier in diesem Bereich stricke ich dann glatt rechts. Wenn beim Stricken die Wolle ausgeht, muss mit einem neuen Knäuel begonnen werden. Das möchte ich kurz erklären. Wenn der Faden so kurz ist, dass ich nicht mehr gut weiter stricken kann, lasse ich den Faden einfach hängen und nehme meinen neuen Faden. Halte das auch wieder hinten bzw. bei einer linken Reihe vorne und stricke die Masche mit dem neuen Faden. Ich habe dann hier zwei Fäden hängen, die ich nachher vernähen werde. Das Strickstück wird bis zu der angegebenen Höhe weiter gestrickt. Unten ist ein Rand, an der linken Seite ist ein Rand und dann beginnt man mit dem Halsausschnitt. Dazu werden Maschen abgekettet, sodass hier eine Schrägung ist. Später liegt der Poncho so, dass der Halsausschnitt oben ist. Ich möchte jetzt nochmal erklären, wie der Halsausschnitt gestrickt wird. An der angegebenen Höhe kettet man Maschen ab. In meiner Anleitung steht 5 Maschen. Das heißt, ich stricke die erste Masche hebe ich ab, die zweite stricke ich und ziehe die Masche darüber. Das mache ich insgesamt 5 Mal. Ich habe dann eine Masche noch auf der Nadel und stricke dann, bis ich das Ende der Reihe erreiche, einfach weiter. Die Abnahmen für den Hals werden in jeder zweiten Reihe gemacht. Das heißt, ich habe meine linke Reihe weiter gestrickt, stricke wieder zurück, bis ich die Stelle erreiche, wo ich abgenommen habe. Habe also inzwischen nach den Abnahmen 2 Reihen gestrickt und mache dann die nächste Abnahme. Zuerst waren es 5 Maschen, dieses Mal sind es 3 Maschen. Und so mache ich immer weiter in jeder zweiten Reihe die Abnahmen, bis ich nur noch die Schultermaschen übrig habe, die ich dann in der richtigen Höhe abkette. Nachdem Vorder- und Rückenteil gestrickt wurden, geht es mit den Ärmeln weiter. Ich habe hier schon mal angefangen. Unten ein Bund aus Perlmuster,
und dann glatt rechts. Und jetzt möchte ich erklären, wie die Ärmelstreckung bei einem Ärmel entsteht. Denn Ärmel sind ja meistens unten enger und werden dann weiter. Und wenn es heißt, dass man zunehmen soll, Maschen zunehmen soll, dann schaut man, in welcher Reihe das sein soll. Die Reihen kann man zählen, jetzt nach dem Perlmuster. Das gehört noch zu der Masche mit Perlmuster. Und dann kann ich hier zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe also 9 Reihen gestrickt. Die Zunahme geht folgendermaßen. Wenn ich normal stricken würde, würde ich die Masche einfach abheben und stricken. Stattdessen, ganz einfach, auf meinem Faden nehme ich einfach eine Schlaufe auf die Nadel, auf die rechte Nadel und stricke die erste Masche ab. In der Rückreihe wird dann diese zugenommene Masche einfach abgestrickt. Ich soll an beiden Seiten zunehmen, das heißt, ich stricke bis an das Ende der Reihe und mache dasselbe dann wieder auf der anderen Seite. Nachdem ich meine Teile fertig gestrickt habe, geht es jetzt ans Zusammennähen. Als erstes vernähe ich die Fäden, die ich nicht mehr brauche. Wenn ich einen Faden außen habe, dann kann ich das benutzen, um später Nähte zusammenzunähen. Aber die Fäden, die innen liegen, so wie hier, die werden vernäht. Da ist ja, wo ich den neuen Faden angefangen habe, ein Loch. Ich knote das so zusammen, nur einmal, also kein richtiger Knoten, ich schlage es übereinander eigentlich. Und ziehe es nicht zu fest, sodass es einfach genauso ausschaut wie die anderen Maschen. Und dann nehme ich eine Nähnadel, eine ganz normale Nähnadel, fädel das aus und steche die Nadel einfach möglichst an der Oberfläche, nicht zu weit rein, dass man es von der anderen Seite nicht sieht. Steche ich diesen Faden durch ein paar Maschen auf der Rückseite der Arbeit und ziehe das durch. Immer darauf achten, dass das Stück dabei locker bleibt. So werden alle Fäden vernäht, die im Strickstück liegen.